Herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed Brotherhood. So, mit dem schönen Blick auf das Kolosseum oder auf das alte Kolosseum sozusagen, ja, werden wir sozusagen die nächsten Missionen starten. Ich war sehr fleißig. Ich war wirklich sehr fleißig. Ich zeige euch mal ganz fix die Karte. Erstmal habe ich alles, was ging, aufgedeckt. Ich habe alles, was ging, schon gekauft an Gebäuden hier. Ich habe sogar eine Schatzkarte schon gekauft, damit ich auch Schatztruhen hier finde. Es gibt davon noch ein paar mehr Schatztruhen und halt auch ein schönes Versteck hier, das was wir hier haben. Das werden wir uns dann nochmal später nochmal in Ruhe angucken, aber auch weitermachen. Aber als erstes wollte ich mit euch jetzt erstmal hier diese Mission machen. Schatz des Remulus, ja. Romulus, Entschuldigung. Romulus. Und okay, das machen wir zuerst und dann machen wir sozusagen die Story weiter oder die Ausrufezeichen, die uns da zur Verfügung stehen. Zwischendurch klaue ich hier manchmal einfach, was nur geht. Manchmal auch nicht, dann renne ich einfach nur und müssen nicht ständig irgendwas klauen. Mist. Hat er gerade gesagt, er hat Eier aus dem Messer? Danke fürs Auffangen. Eier aus Messer, ja super, das haben wir auch noch nicht gehört. Ah, ist ja grandios, ey. Oh, ich sehe es gerade, wir haben hier noch ein Romulus. Die können wir noch nicht aufdecken. Warte mal, können wir zu diesem Punkt hinkommen? Anstatt bevor ich zu den Gelben hingehe. Stimmt, das war ja im Kolosseum drin, das Teil. Das werden wir gleich auch machen. Ja. Also wie gesagt, ich will erstmal die ganzen Romulus-Sachen machen. Also so teilweise, weil da kriegen wir eine neue Rüstung. Ja, können wir die kaufen? Ach, ja, jetzt zeigt mir, dass ich den Einfluss erst steigern muss. Ich muss dieses Ding erobern. Jetzt ist meine Frage. Kann ich dieses Versteck überhaupt machen hier? Weil hier sind wir ja schon durch diesen, wie war das hier? Der Kurierabfang hingekommen. Mal gucken, kommen wir hier rein? Ja, wir kommen hier rein. Wunderschön, wunderschön. So soll's sein. So soll's sein. So, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Wasser. Aha. Wie war das? 6 Schlüssel brauchen wir. Einen haben wir schon, brauchen wir nur noch 5 solcher Höhlen zu besuchen. Ich weiß nicht, ob ich alle euch komplett zeige oder auch im Vorspulmodus, so wie halt die Assassinengräber damals, ja, beim letzten Mal so ungefähr. Ich glaube, das werde ich hier auch so belassen. Ich werde dann vorspulen und dann, wenn was zu lesen gibt, gibt es was zu lesen. Ansonsten nein. Okay, dann finden wir uns auf jeden Fall ja hinten am Grab wieder oder am Ausgang, okay? Der Assassine muss leiden wie Remus. Ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Hier, hier.
Merda. Welcher ist es? Ich muss ja nur irgendwie da reinkommen. Wahrscheinlich. Wie komme ich denn da hoch zur Flagge? Achso, okay. Ja. Das sagte schon alles. Da entlang. Okay. Geht mir aus dem Weg. Da ist er doch lang gerannt gerade. Nein, ich bin nicht betrunken. Oh nee, ernsthaft? Okay, das war's. Na, dann plündern wir nochmal hier die Ecke. Ja, ich muss die ganze Sache nochmal abrennen, um die ganzen Flaggen später zu bekommen. Aber naja, was soll's. Na gut, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Da sind wir schon drinnen. War jetzt ja nichts Großartiges jetzt erstmal gewesen. Na gut. Jo. Jetzt sammeln wir erstmal das ganze Geld ein. Und haben den nächsten Schlüssel von der Rüstung sozusagen. Schön aufmachen. Okay. Ja, komm. Drück, drück, drück. Nach oben drücken. Okay, mach mal. 100%. Oh, cool. Okay. Gladiator, erfolgreich. Ja. Yeah. Nicht mehr als 3, was? Keine Ahnung, nicht mehr als 3. Wie auch immer. Ja, genau, die Wirtschaft. Ja, da habe ich schon geguckt, da habe ich auch schon investiert, bisschen Kohle und auch schon gemacht. War ja alles kein Problem. Also auf diese Gullideckel habe ich noch nie geschaut. So. Okay. Wo sind wir rausgekommen? Da. Gut. Jo, machen wir jetzt gleich. Wir machen das da, ganz einfach. Das geht da lang. Das war irgendwo auf so einem Berg oben drauf. Nee, ich habe jetzt keine Spende für euch. So, die Flaggen hier, die sammle ich nicht ein, und zwar aus dem Grund. Ich habe, wie gesagt, so eine Karte, wo drauf steht, wo ich was finde. Und damit ich ja nicht durcheinander komme, habe ich das halt für mich so, ja, lasse ich das Zeug noch einfach stehen. Na, hier hoch.
Träume ich das alles nur? Na los, komm her. Nach unten gehen, okay. Gruppe, verpiss dich. Ich will, dass der hochkommt. Sehr schön. Sehr schön. Oh, der ist noch weiter unten. Okay, okay, okay. Dann halt hier entlang. So. Das ist schön. Dann kriege ich wieder einen angelockt. Das ist sehr gut. Nein! Warum die Kolo? Haltet ihn! Verschafft mir Zeit! Ja! Die Borgschaft ist nicht mehr für die Borgschaft. So, Nummer 3. So, der Rest kann fliehen. Yes! Dankeschön. So. Das heißt, du noch hochgehen und aufs Dach so ungefähr steigen. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben nochmal kommen. Das mal hier entlang. Und hier hoch. Ah ja, hier geht's raus. Seht ihr? Ich muss mal mit euch was Better. Wo ist er hin? Ach, ich bin weg. So. Halt, halt. Ja, ich weiß, dass ich da nach oben muss. Dieses Geräusch ist so krank, ey. Die Geier kreisen auch schon. Oder die Raben eher gesagt. So. Ah ne, Dann hier so nochmal hoch. Ist ja echt ein umständlicher Weg hier, der Turm heute. Bis wir oben sind, das dauert ja noch ein bisschen. Ich kletter jetzt hier so hoch, ganz einfach. Oh, endlich geschafft. Zack. Den nächsten.
dann haben wir das auch wunderbar fertig. Mal gucken. Ach, guck mal. Sehenswürdigkeit, da, das könnten wir kaufen, das könnten wir machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber vorher gehen wir zu den Wölfensymbol hin. Das Wolfsymbol, das müsste auch wieder unten sein, oder? Oder hier oben? Er ist unter mir. Okay, ist weiter unten. Die Sterne sind günstig. Eure Körpersäfte können deutlich verbessert werden. Echt, meine Körpersäfte? Ah ja. Na, wir gehen mal hier noch ein Stückchen weiter runter. Ich gehe jetzt mal einfach mal die Richtung entlang. Irgendwann müssen wir zu dem Punkt da hinkommen, irgendwie. Nee. Sieht hier... Ich wollte gerade sagen, hier sieht's besser aus, aber kacke. Auch nicht. Hä? Da nehmen wir auf jeden Fall die Kiste mit. Entschuldigung fürs zu laut werden. Dann mal gucken. Dann vielleicht doch hier oben irgendwo. Nee, hier nach oben ist auch nichts. Hier ist noch was. Ach so, das ist genau da schon die Rüstung, die wir bekommen können. Ich muss erst alle Schlüssel drin haben und dann kann ich erst diese Rüstung tragen. Okay, die ist also damit gemeint. Sehr schön. Also, das Gelbe ist also der Schatz. Die Rüstung sozusagen zu bekommen dann hier. Okay, dann mache ich das Ziel weg. Und sage... Die Pferdestallung nehmen wir. Och, nee. Jetzt sehe ich gerade, was ich hier noch aufdecken kann. Noch mehr Arbeit. Da ist das nächste Wolfsversteck da. Der Schlüssel 3. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier runtergerannt bin. Okay, oh, warte mal, hier geht's denn. Das ist gut, wenn es hier hoch geht. Hauptsache, wir kommen hier schneller raus. Oh ja, klar, hier. Direkt vor der Nase. So, ich weiß, dass diese Ruine hier ordentlich Geld kostet. Das weiß ich. Aber die Borgia müssen wo ist denn da das Schild? Das kostet mich... 28.000. So viel habe ich nicht. Dann gehen wir mal ganz kurz die Pferdestallung da hinten kaufen und den Rest. Ah, die ist unten. Ja, klar. So. Na. Ah, für 1.000 knapp. Ist okay, vollkommen okay. Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle. So, jetzt gehen wir mal dahin. Na los. Das heißt, hier reparieren wir diesen Bogen. Ich glaube, damit wir irgendwo hinlaufen können, brauchen wir das für später. Mal sehen, wenn ich den Bogen vielleicht... 3.500. Na, jetzt seht ihr schon, 8.844 kriegen wir jetzt monatlich, alle 20 Minuten rein, sozusagen, an Kohle. Das sind andere Sehenswürdigkeiten. Das heißt, wir kaufen auch mal das frei. Saubere Arbeit. Vielen Dank, Herr.